herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich habe heute ein fertiges kleines Bildchen für euch. Ihr seht es, ich habe es euch vorgestellt gehabt. Das ist von Diamond Art Club. Und zwar die kleine weihnachtliche Katze, sozusagen. Hier unten seht ihr nochmal die Daten. Ich habe aber extra diesen kleinen Stickersheet noch aufgehoben. Und zwar, das war Christmas Tuxedo bei Marilyn Katzenave. Katzenave. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte ich um Entschuldigung. Es sind runde Steinchen gewesen und war 32,8 x 32,8 cm. Ja, das Stickersheetchen hatte ich hier in meinem Döschen drin, damit ich wusste, dass das hier drin ist. Aber eigentlich, das Bildchen hat sich sozusagen alleine gelegt. Ich war innerhalb von 3 Tagen fertig. Ich habe immer nur abends ein bisschen gepaintet. Aber ihr seht es auch, es hat hier schon trotz 33 Farben viel Color Blocking gehabt. Ja. So finde ich, ist das Kätzchen super rausgekommen. Sieht sehr schön aus, finde ich. Ihr seht es vom Licht her, es glitzert. Obwohl es runde Steinchen sind. Ich finde immer die eckigen Steinchen, die funkeln und glitzern, und die runden eigentlich scheinen mehr. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber dieses Mal finde ich auch hier, dass die richtig schön glitzern und funkeln. Das ist eine sehr, sehr gute Qualität von Diamond Art Club. Ja, gepaintet habe ich mit einem dünnen Stift, Einzel- und Vierer, Aufsetzer und hatte auch sozusagen das Standard-Schiffchen von Diamond Art Club. Hier den, das waren ja 33 Farben, den hatte ich hier draußen gelassen, weil den habe ich jetzt als letztes gesetzt. Und das waren nur 3, 6, 7, 8, 8 Steinchen. Und ihr seht es, da sind noch jede Menge von diesem Goldstrass übrig. Die werde ich mir auch aufheben. Das wandert alles sozusagen dann in die Steinchenbox. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. So von dem Kätzchen her, finde ich, sieht sehr schön aus. Auch das Gesichtchen, die Äugchen, die Äugelein hier von dem Kätzchen. Auch das, die Nase, finde ich sehr schön, ist sehr gut rausgekommen. Das ist wunderbar umgesetzt. Hier unten die Christbaumkugeln auch. Ich finde es ganz schön, dass es hier nochmal so schwarz abgesetzt ist, damit das nicht so ineinander überläuft einfach. Es ist hier bei den Kugeln schwarz abgesetzt und bei der Mütze ist es mit einem dunklen Rot einfach abgesetzt. Das mal. Aber ich finde das, wie gesagt, sehr gut, weil das halt so ein bisschen Struktur und Tiefe reingebracht hat. Ja. Ist ganz süß, gell, wie ihr hier aus dem Mützchen kommt. So nach dem Motto, ich habe gerade gespielt, heb die Tatze, ich habe gerade gespielt und was wolltest du? Die Öhrchen aufgerichtet. So nach dem Motto, ja, ich habe dich gehört, bitte. Ja, versiegelt ist es nicht. Ich habe es nur sozusagen abgebürstet mit einer kleinen Zahnbürste. Und das werde ich dann so jetzt auch einfach aufhängen. Hier ist nochmal das System, was ich hatte für meine Steinchen. Ich mache das gerade mal zu, weil dann könnten wir gerade mal gucken. Wir haben von allen Steinchen noch jede Menge übrig. Also auch von den
Farben, wo es ja immer nur so ein paar Steinchen waren. Ich glaube, das Haar hatte nicht so viele. Das war nur hier oben bei der Nase. Und ihr seht es, da ist noch ein bisschen drin. Ja, nicht viel, waren ja auch nicht viele Steinchen, die man bekommen hat, aber es ist trotzdem übrig. Zum Aussortieren hatte ich dieses Mal keine Steinchen. Die waren alle super. Muss ich gerade überlegen, nee, war alles. Ich hatte keinen mit dem Rand oder mit einer Nase oder sonst irgendwas, gar nichts. War alles tippitoppi. Ja, gibt es eigentlich nicht mehr so viel großartig zu sagen. Die Steinchen hebe ich mir auf. Das hier kleine Sticker-Sheet kommt noch in mein kleines Logbuch rein. In mein Journal oder wie man das auch immer nennen möchte. Und dann ist das fertig. Dann passt das soweit. Wie gesagt, Steinchen hebe ich auf. Auch dieses kleine Sondersteinchen hier. Wir hatten ja zwei AB-Farben hier mit drin. Rot und einmal so ja, weiß, creme, grünlich, je nachdem. Und hier ist einmal der rote Ton. Ja, sehr schön. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Hier war zum Beispiel eine Hintergrundfarbe. Und ihr seht es, da hat man auch noch gut übrig. So, ja, das wäre es auch schon gewesen. Ein kleines, kurzes Video. Nur um euch mal zu zeigen, wie das Bildchen, das ich euch vor kurzem vorgestellt habe, fertig aussieht. Hatte eine sehr schöne Größe. Und wie gesagt, ließ sich super legen. Hat mir sehr gut gefallen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das Bildchen auch? Ich hatte jetzt gesehen bei Diamond Art Club, dass es jetzt, ich glaube, ist das noch auf Lager? Nee, ich glaube nicht mehr. Aber das kriegen sie immer wieder mal rein, das Bildchen. Das ist ganz süß. Und wie gesagt, um es mal zu probieren und oder mal was Kleines zwischendurch. Für manche ist das ja ein kleines Bild. Ist das super geeignet. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.